heiße Horst Schrammke, bin 1929 geboren. Wow. Werde also dieses Jahr 90. Ja, und habe mich mal vor langer, langer Zeit für die Zauberkunst interessiert. Die berufliche Ausbildung spielt ja keine Rolle. Ja, das war es eigentlich schon, ganz kurz. Künstlernamen hatte ich nie, nie darauf Wert gelegt, weil ich mir gesagt habe, die Sache spricht für sich. Eigentlich war ich 1938 war ich als Kind verschickt. Aus den 4 Wochen sind dann 3/4 Jahr geworden, dass ich also dort zur Schule gehen musste. Und die Wirtsleute, der Mann, der hat sich für Scherzartikel interessiert. Und dort war in Reichenberg, jetzt Lieberitz, ein Laden, der sowas hatte. Und da bin ich mitgegangen. Und da hat er so allerhand Sachen gekauft, die mich dann interessiert haben. Beispielsweise eine Brille, wenn man die aufgesetzt hat, stand alles Kopf. Beziehungsweise hat er Metallscheiben gekauft, wenn man die hat fallen lassen, dann hört er sich das an, als wenn ihr Geschirr klirrt. Und als Gag hat er auch gehabt, war es nur 5-Mark-Stück, weiß ich nicht mehr so genau, wenn man das auf den Tisch gelegt hat. Nach kurzer Zeit ist das hochgesprungen und hat einen Knall von sich gegeben. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ne? So, das war eigentlich so das Erste, wo ich was kennengelernt habe oder gesehen habe. Später dann, im Jahr darauf, bei meiner Tante oder Großtante eigentlich, die hatte eine Gaststätte in Charlottenburg. Und dort waren wir oft zu Gast. Und die hatte beispielsweise ein Zigarettenetui. Wenn man das aufgemacht hat, war es leer, wieder zugeschoben, richtig angefasst, geöffnet und schon waren Zigaretten drin. Und das fand ich auch ganz prima. Und dort hat dann jemand mir mal einen Trick gezeigt mit Karten, die man also hinlegt und dann sollte jemand die Karte um 180 Grad drehen. Und ich konnte dann erraten, welche Karte das war, bedingt durch die unterschiedlich breiten Ränder der Karten. Das war 1939. Also da war ich 10 Jahre alt, also jetzt vor 80 Jahren. Nein, eigentlich bin ich, also wenn du so willst, geboren bin ich am Kottbusser Tor, habe dann aber die ganze Zeit mehr oder weniger die ersten Jahre im Bezirk Lichtenberg und dann später im Bezirk Friedrichshain gelebt. So, dann gab es weiter, als ich dann wieder von der Verschickung zurückkam, da war bei uns im Haus jemand, der war etwas älter und der hat sich wahrscheinlich schon vorher für die Zauberkunst interessiert und hat uns jüngere Kinder eingeladen zu einer Zaubervorstellung. Wir mussten 5 Pfennig Eintritt zahlen, war alles schön dunkel gemacht und dann hat er uns Zauberkunststücke vorgeführt. Daraufhin habe ich dann gefragt, wie man an sowas rankommt. Und da hat er mir dann erklärt, die Zauberläden, Zauberkönig, Zauberzentrale in der Friedrichstraße. Da habe ich mich dann auch für interessiert, habe dann ab und zu auch da Kunststücke gekauft schon. Und gleichzeitig war in der Volksbibliothek, konnte man seinerzeit auch Bücher ausleihen über Zauberkunst. Und da habe ich mich dann intensiv mit beschäftigt und habe dann wiederum bei Zauberkönig einiges gekauft. Und naja, die waren ja auch erst in der Friedrichstraße, dann waren sie ausgebombt. Dann hatten sie den Laden in der Kochstraße. Und dann irgendwann später wieder, muss das aber gewesen sein, als die Grenze 1961 kam, sind sie wieder zur Friedrichstraße gezogen und dann später nach der Hermannstraße. Das kann ich kaum sagen, wenn, dann habe ich ja, das nur innerhalb der Familie vorgeführt, so woanders überhaupt nicht. Ja? Also blieb in der Familie. Ja,
Das ist schon wieder ganz interessant. Und zwar nach dem Krieg, nach Abschluss meiner Lehre als Werkzeugmacher, habe ich in einem Betrieb angefangen. Dort waren einige Kollegen, ältere, die hatten dort einen ausgebrannten Raum versucht auszubauen als Theater. Einer war wohl vorher mal Regisseur und der wollte ein Theaterstück aufführen und hat dann Leute gesucht, die da mitmachen. Aber daraus ist dann doch nicht so richtig was geworden. Aber dann hat man festgestellt, also da ist jemand, der kann gut Witze erzählen, gut unterhalten. Ich konnte ein paar Zauberkunststücke, dann waren welche, die konnten singen. Und da ist dann im Prinzip, kann ich sagen, 1947 war das, ja, 47, 48, hat sich dort eine Gruppe gebildet, die haben es hier ausgebaut wie ein Theaterraum, angefangen, ein kleines Varieté-Programm zusammenzustellen, was eine ganze Stunde ging. Okay. Nicht? Also wenn man jetzt so will, früher hat man ja bei uns in der DDR von Arbeitervarieté gesprochen, aber eigentlich hatten wir schon 1947, 48 so ein Theater aufgebaut. Ja, ne, aber das war ja der sowjetische Sektor. Ja, ne. Wir konnten zwar damals auch noch rüber einkaufen und alles, das ging ja noch. Ja, also, okay. Und da gab es ja auch das Festgeld noch nicht. Also das ist nicht ganz so. Ich wollte nicht Zauberer werden, sondern ich wollte eigentlich mich mit der Zauberkunst beschäftigen und meinem Beruf nachgehen. Also beides, ja. Hatte nicht den Gedanken, jemals zu der Zeit Berufler zu werden. Ja, also in diesem Betrieb war ich bis 1950. Und dann hat eigentlich bei mir die Zauberkunst wieder geruht. Bis 1955. Okay. 1955 habe ich dann angefangen im Betrieb Elektroapparatewerke Treptow. Und in diesem Betrieb, das war einer der größten Elektrobetriebe der DDR, gab es schon eine Gruppe, die sich mit Zauberei sehr intensiv beschäftigt hat. Unter anderem war der Leiter, der Hardy Losser Romano. Mit dabei war der Siegfried Nitsche und noch einige andere aus dem Betrieb. Und da ich dazu kam, habe mitbekommen, dort gibt es eine Gruppe, die sich mit Zauberei, Zauberkunststücke beschäftigt, habe ich gefragt, ob ich mitmachen kann und bin dann dort Mitglied in der Gruppe gewesen. Und dort haben wir natürlich auch richtig Abendprogramm geführt unter Leitung von Hardy Losser. Wir haben intensiv geübt, eine richtige Show, die auch öffentlich vorgeführt wurde. So, und dadurch bin ich dann eigentlich intensiver in die Zauberkunst eingestiegen. Profi bin ich erst geworden 1973. Ja. Jetzt können wir erstmal noch so weit gehen. Zwischendurch war ja dann die Gründung des Magischen Zirkels Ost. Ich sage das jetzt mal so, weil, was viele ja nicht wissen, schon 1955 aktive Mitglieder des Magischen Zirkels von Deutschland, die im Ostteil gearbeitet haben und leitende Stellung hatten, nicht mehr in den Westteil an den Zirkel teilnehmen durften, was wenig bekannt ist. Und aus diesem Grund hat man dann versucht, speziell galt das ja für Berlin, auch eine neue Gruppe zu bilden, unter der dann Leute zusammenkamen, die dann sich neu gebildet haben. Und das die erste Zusammenkunft war eigentlich in diesem Richtung, also 1956, unter anderem mit Jochen Zmeck, Horst Hebenstreit, Hardy Losser, Siegfried Nitsche, ich war dabei
Und als Artist, Valetti war sein Künstlername. Und wir trafen uns in der Artistenschule von Berlin, die unter Leitung von Herrn Molander. Und dort hat sich also eine Arbeitsgemeinschaft Artistik gebildet. Diese Gruppe ist aber, weil der Artist, der Jongleur, ausgeschieden ist wieder, hat sich dann nachher als Zaubergruppe entwickelt. Dann haben wir eine ganze Zeit als Gruppe in der Artistenschule getagt, sind dann zwischendurch gewechselt, um eine andere Räumlichkeit zu haben, in eine Tanzschule in der Friedrichstraße haben wir uns dann regelmäßig getroffen. Dort kamen dann wieder einige zu, Hans Rahn und Werner Ulitzka und einige, auch die auch im Westzirkel tätig waren, bis wir dann auch kamen dann Mitglieder aus dem Westzirkel, wie bekannte Namen wie Konsul Milius, Bruno Heiders, Frau Adami, Frau Kurt, Frau von Cortini, Frau Wandel und die sich neu gebildet haben zusammen, haben wir dann immer im Hotel, Hotel Adria in der Friedrichstraße getagt. Nein. Wie gesagt, das war schon eine neue Gruppe Magischer Zirkel Ost. Ja? Nicht? Aber wir haben uns nie so genannt, ja. Aber das war halt so, ne? So, dann wurde ganz offiziell der Magische Zirkel der DDR, war ja, was sonst in den anderen Städten wie Dresden, Halle, Magdeburg und so weiter und so fort, war ja ursprünglich alles Magischer Zirkel und das wurde natürlich hier Magischer Zirkel der DDR, ja? Unter dem Begriff nachher. Und ja, deshalb mussten wir in Berlin eine neue Gruppe bilden. Ne? So, dann wurde ja der Zirkel als solches gegründet und bis ich dann weiter nachher tagten wir dann, sind wir umgezogen nach Bezirk Friedrichshain und dort im Kreiskulturhaus Treptow haben wir dann sehr, sehr lange getagt und wo denn alles Mögliche an Leutchen zusammenkam. Und damit bin ich also Mitglied im Zirkel gewesen. Tja, wir tagten dann, wie gesagt, im Kreiskulturhaus Treptow. Und zwischendurch habe ich ja, kommen wir dann wieder auf eine andere Sache, hatte ich mich weitergebildet, war zwischendurch Meister, weiter qualifiziert zum Lehrmeister und habe dann, bin ich irgendwann mal so als, wie soll ich sagen, als Volkskunstgruppenleiter eingestuft worden und habe dann von 1965 bis 1967 die Kandidatengruppe des Berliner Zirkels geleitet. Also weiter qualifiziert und versucht, andere zu qualifizieren. Und daraus ergab sich natürlich, wenn ich habe als Kandidaten, die man also vorbereiten soll für die Aufnahme im Zirkel, Themen stellen, musste ich natürlich selbst mich intensiv mit den Themen beschäftigen, um Vorbild zu sein. Und daraus habe ich dann natürlich sehr viel profitiert und dann Wissen mir angeeignet. Habe dann später nachher den zweiten künstlerischen Leiter im Zirkel gemacht, wo dann einige dann auch noch von profitiert haben. Ja, und dann ging das weiter. Dann wurde irgendwann, ich weiß jetzt nicht, welches Jahr das war, war ja so üblich, dass selbst jemand, der auftreten wollte oder eine Einstufung haben musste. Man behauptet zwar heute, das war nicht notwendig,
Aber um irgendwo engagiert zu werden, ob als Amateur oder auch als Profi, musste man eine Qualifikation vorweisen. Und dort war ich dann unter anderem in einer Einstufungskommission für Amateure eingesetzt. Ja. Die tagte immer im Haus des Lehrers. Ursprünglich hatte die auch Jochen Smeck geleitet. Später wurde dann die Leitung von Lothar Baudach, der im Ensemble vom Haus des Lehrers war. Und dort haben wir dann Einstufungen vorgenommen. Also die Leute haben dann ihr Programm gezeigt, dann wurde eingestuft, entsprechend was sie für Honorar nehmen dürfen können und so weiter. Ich habe auch beispielsweise mal hier so die Einstufungstabellen, Einstufungskriterien, habe ich extra mitgebracht, damit man auch mal weiß, was dort Sache ist. Ja, zwischendurch habe ich dann natürlich außerdem noch bei uns im Elektroapparatewerke war natürlich Großbetrieb, dort existierte dann ein gesamtes Ensemble über Zupforchester, Akkordeonorchester, Werkorchester, eine Big Band, Tanzgruppe, magische Gruppe, Sänger, Ballett und so weiter und so fort. Und dort war ich also dann Mitglied in dem Ensemble. Parallel dazu war ich dann noch eine Zeit lang Mitglied im Ensemble Moderator, welcher sich nachher weiter oder abgewandelt hat vom Klassischen ins Humoristische rein, ins Zille-Ensemble, wo ich dann tätig war. Ja, und so hat sich das dann weiterhin gezogen, bis ich dann 1973 den Versuch gemacht habe, beruflich zu machen, die Einstufung als Berufler zu kriegen. Ich muss ehrlich sagen, beim ersten Mal habe ich sie nicht bekommen. Dazu kam natürlich Folgendes. Einstufung hat vorgenommen, das waren Tänzer, Sänger, Theaterleutchen und Zauberkünstler. Der dabei war, hatte nur beratende Stimme. Warum ich abgelehnt wurde, weiß ich nicht. Ein halbes Jahr später habe ich die Prüfung nochmal wiederholt. Dort war dann ein Charell als Berater mit drin und dann habe ich 1973 meine Zulassung als Profi bekommen. Das bedeutete beispielsweise, dass du, wenn du die Stufe A hast, eine Einstufung, ich nenne jetzt mal Zahl von 75 bis 120 Mark, in dem Bereich durftest du dich bewegen, dann gab es eine Zwischenstufe AB, wo du denn mehr nehmen konntest, dann gab es die B, BC und so weiter und so fort, bis Sonderklasse, wo du denn nehmen konntest, nach oben hin. Außer es waren Veranstalter, beispielsweise wenn beim Fernsehen, die hatten freies Honorar. Ich hatte nur die niedrigste Einstufung. Eine höhere Einstufung hätte man wohl alle zwei Jahre eine Prüfung wiederholen müssen. So war das vorgesehen. Und deshalb habe ich, weil ich es nur eigentlich nebenberuflich machen wollte, nie hauptberuflich, habe ich gesagt, bin ich mit der niedrigsten Einstufung zufrieden. Und so hat sich das dann ergeben. Ja. Gehalt kann ich nicht sagen, aber ich weiß beispielsweise, ein Stundenlohn war ungefähr, also als Facharbeiter, der lag so 1955, lag beispielsweise beim Werkzeugmacher, was ein Privater zahlen durfte, bei 2 Mark. Selbst bei den Amateuren, aber das würde jetzt so weit gehen, die durften auch bloß eine geringe, bis so um 30 Euro oder was, oder 30 Mark nehmen, ja, oder bei geringer Einstufung, aber sie hatten wiederum die Möglichkeit, gewisse Verschleißkosten für Requisiten und was direkt war und konnten also im Prinzip auch noch absetzen, Garderobe, Reinigung und so weiter und so fort und konnten damit natürlich auch ihr Einkommen damit erhöhen,
über diesen Umweg. Ja? Genau so war es. Ja. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Mitgliedern im Zirkel. Dort hat sich ja nachher die Gruppe stark vergrößert, auch durch die Kandidaten. Und da muss ich noch sagen, dass der Beitrag, mussten ja auch einen Beitrag zahlen, und der lag bei 2 Mark pro Monat, also 24 Mark pro Jahr. Dass wenn man mal sagt, naja, das gehörte uns alles, was im Zirkel war, also das war von den Summen eigentlich nicht zu bezahlen. Das waren mehr die Umkosten, die man hatte für Plakate und Schreib und so weiter, ja, und Werbung machen, ja. Nicht? So, aber wie es dann weiterging bei mir, ich habe dann, wie gesagt, meine Arbeit gemacht und zum Wochenende, Freitag, Sonnabend, nie Tournee, also einmal war auf 3 Tage so, aber das war einmalig bei mir. War an sich so, einmal mit dem Zille-Ensemble, wie ich schon sagte, öfter unterwegs. Und dann hat sich das mal ergeben, dass ich für jemand als Vertreter in einer anderen Gruppe, die hatten auch einen Zauberkünstler gesucht. Die setzten sich zusammen aus dem Musikterzett, also aus Musikern, eine Sängerin, Kabarettistin, ein Geräuscheimitator und ein Zauberer. Und der war mal ausgefallen. Da sind so, wenn ich eingesprungen und daraus hat sich dann ergeben, dass ich dann später immer mit der Truppe zusammen war. Da ich aber nie, und jetzt ist die Frage, warum ich nie vorher Vollprofi wurde, hatte den Grund, da ich nie ein Auto besaß und nie Interesse hatte, eins zu haben, weil ich auf dem linken Auge eine starke Sehschwäche habe. Deshalb war also Vollprofi für mich fast unmöglich, denn als Vollprofi musste beweglich sein, musste unterwegs sein können, musste mobil sein. Und demzufolge war ich immer auf andere angewiesen und demzufolge also nur in dieser Form mit einigen zusammen gewesen. Ne? Ich kannte zwar alle Kulturhäuser der Betriebe von Berlin, aber Wochenende waren wir dann häufig auch unterwegs. Ja. Okay. Ich hatte zwar dann später, 1988 so rum, hatte man, also sagen wir mal vorher auch, hatte ja die Einstufung als Profi, bin auch von der Konzert- und Gastspieldirektion vermittelt worden, aber nur erst dann, wenn die Vollprofis, die ja davon leben mussten, ausgelastet waren und trotzdem noch Zauberkünstler gebraucht wurden. Dann bin ich nachgerückt, ja? Dann bin ich von der Konzert- und Gastspiel auch vermittelt worden. Könnte man ja erst noch sagen, punkto Erlebnisse als solches, war ja auch üblich, dass Leute ausgezeichnet wurden als Aktivist und so weiter. Und dort gab es nicht zum Beispiel auch, dass der Zirkel, der Berliner Zirkel, ausgezeichnet wurde als ausgezeichnetes Kollektiv, so wie auch das Ensemble Moderator, wo ich drin war, eben ausgezeichnet. Ich habe ja Kopien der Urkunden mal mitgebracht. Ja. Um die zu zeigen, ja. Und so hat sich das ergeben. So, aber das Lustigste überhaupt, wo ich mich dran erinnere, da war ich mit dem Siegfried Nitsche zusammen in einem Programm mal drin. Er hatte mir eine Seilvase geliehen aus Glas. Ja, und alles gemacht, wie es sich gehört und so weiter und so geschleudert, bisschen zu doll geschleudert. Und dann machte die einen schönen Bogen und klirr, weg war sie. Und so ist dem Siegfried Nitsche beim Billardballtrick auch passiert, dass das Hilfsmittel runtergefallen ist
und seitlich rausgekullert ist, aber hoch kann, so das Publikum gar nicht mitbekommen hat, was es war. Ja. Eigentlich könnte ich nicht sagen, dass wir einen Unterschied hatten. Das Einzige, was für uns Problem war, an bestimmte Requisiten ranzukommen, sodass, wie ja schon mal erklärt wurde irgendwann, wir vieles selber bauen mussten, basteln mussten, beziehungsweise was Trickerklärungen waren, die in den westlichen Zeitschriften veröffentlicht waren, wo dann jemand davon Kopien gemacht hat und die dann an uns verteilt hat, sodass wir dann auch darüber informiert waren, was ist, sodass man doch an einige Sachen rangekommen sind. Genau so ist es. Nicht? Das Telefon ist natürlich auch, war auch Mangelware. Ich hatte mein Telefon, weiß ich wann, beantragt, so ja über den Betrieb. Aber auch das habe ich erst nach 5 Jahren gekriegt, 1989. Ja? Naja, mechanisch selbst, ja. Ich habe beispielsweise die schwebende Kugel selbst gebaut. Also nicht ich selbst, ja, aber wir hatten bei uns im Betrieb Metalldrücker. Gab es ja nur noch 5 in der gesamten DDR. Das ist ja ein schwerer Beruf. Und der hat mir beispielsweise auch kleine Halbschalen für Billardbälle gemacht. Der hat mir die schwebende Kugel aus Aluminium, ein Aluminiumblech geformt und so weiter und so fort, die ich aber nicht mehr habe, die ich zwischendurch auch verschenkt habe an jemanden, der es auch nutzen kann. Ja? Wenn diese Art elegante Zauberei mit tanzenden Stab und schwebende Kugel, ich habe es mal geübt gehabt, aber nie vorgeführt, weil das nicht meinem Metier entspricht, ja, also so meiner Art. Genauso, den haben wir aus Film gemacht, zusammengeklebt und dann schwarz angepinselt und dann ausgeglichen und oben Tischtennisball raufgeklebt. Nicht? Naja, schön. Normalerweise war er ja aus Beißerholz. Ja? Ja, ja. Da sind wir nicht rangekommen, also um sowas zu machen. Ne? Zauberhändler, also direkt in Berlin, kann man schlecht sagen. Ah, doch, da gab es den Kapp, hieß der. Der war in der Neuen Königstraße, da wurde dann aber gebaut. Und dann ist der nach der Greifswalder Straße gezogen, hat dort den Laden aufgemacht und als der dann den Laden aufgegeben hat oder verstorben war, hat den Frank Freer übernommen. Und dann, als der gestorben war, weiß ich nicht. So, den zweiten Laden, der war aufgemacht in der Warschauer Straße, von mir wissen Reinhold, der nebenbei auch bei mir in der Kandidatengruppe war. Und der dann nachher wo aus gesundheitlichen Gründen oder aufgegeben hat oder was, ja, oder nach der Wende, ich weiß nicht warum, er hat ja kurze Zeit jemand anders den noch geleitet, der existiert aber auch nicht mehr. Und dann gab es ja hier noch in Lichtenberg, der ja noch zu Zeiten jetzt, wo wir zusammen waren, noch existierte. Aber ob der jetzt noch existiert ist, weiß ich nicht. Ja, so, okay, ja. Dann gab es noch den Zauberhändler Falk in Meißen. Dann gab es Heinz Jacobi in Vogelsdorf. Dann Manfredo in Dresden. Und Soltau in Annaberg-Buchholz. Eigentlich hatten wir, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, 1989, wo schon offen war, schon ein Kongress gemacht in Ost-Berlin, wo ich dann auch meinen Schnippschnapp vorgeführt habe und dies und jenes. Und als solches war eigentlich
schon das, und aber eigentlich die Wende war dann, dass 1990 in Schwedt ein Kongress, wo dann offiziell Westdeutsche und so, und dort hatte man das Angebot gemacht, alle Mitglieder aus den Ostzirkeln, die Mitglied sind, zu übernehmen. Brauchen bloß anschreiben. Viele sind dort Mitglied geworden, ich nicht. Ja. Ganz einfach, weil zu der Zeit für mich unmöglich war, diese Summe in West aufzutreiben, ja? In Westmark aufzutreiben, ja? Denn wir hatten ja auch eine geringe Summe bloß erst und so, und dann bin ich 90 war ja auch hier vom Westberliner Zirkel schon treffen. Dort bin ich ja dann schon mit meinem Schnippschnapp aufgetreten. Bin aber erst 1991, glaube ich, erst Mitglied im Westberliner Zirkel geworden. Über Nitsche und so weiter. Ja. Einige haben den Anschluss sofort verpasst und erst später versucht reinzukommen und haben dann unter Umständen natürlich mit ein paar Problemen, weil sie nun nicht drum gebeten wurden, werd doch Mitglied bei uns, ja, dann erst später reingekommen. Nicht? Und dann, wie gesagt, war 1990 in Schwedt dieses Treffen und naja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann 1992, müsste ich nachgucken, hier Mitglied hier in dem Zirkel geworden bin. Nein, in Rente bin ich nicht. Ach ja, das war ja die Frage. Ja, Fakt war folgendes, meine Frau, die war behindert durch Krebsoperation, war also ein halber Pflegefall. Und da möchte ich sagen, war für mich diese Wende glücklich. Da ich 60 war, bin ich vorzeitig in so einen Vorruhestand geschickt worden. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, die es gab für mich zu der Zeit. Und zwar habe ich dann, bis ich 65 wurde, war ich im Vorruhestand vom Betrieb, habe einen Teil meines Honorars, obwohl ich nicht da war, vom Betrieb weiterbekommen und die fehlende Differenz zu meinem Gehalt vom Arbeitsamt als Vorruhestand und die Zeit galt als voller Arbeitsjahre. Das war mein Vorteil insofern, weil man 1988 hat man mir zwar das Angebot gemacht, Vollprofi zu werden, dann hätte ich aber dieses alles nicht gehabt. Nicht? Denn um als Vollprofi, so hat man uns seinerzeit zumindest erzählt, nach der Wende, um dort Arbeitslosengeld zu kriegen, musstest du mindestens, hat man zumindest gesagt, 5 Jahre Vollprofi gewesen sein. Und da wäre ich nur 2 Jahre Vollprofi gewesen, ich hätte keine Fußratze bekommen. Ja, und dann hat ja eigentlich dieses, du wärst nach Freischaffen gewesen. Ja, hier, genau, ja. Ne? Ja, das ist dann schwierig, also du hättest alles verloren. Genau, ne? Also so hatte ich großes Glück, dass ich da nur Halbprofi, also nebenberuflich arbeite. Ich habe dann zwar versucht, das erste Jahr als Profi weiterzuarbeiten, Veranstaltung kam nicht und dann habe ich alles wieder abgemeldet. Und habe seitdem eigentlich nur noch im Familienkreis bei unserer Kleingartenanlage oder bei der Volkssolidarität, wo ich Mitglied war, wenn wir auf Reisen waren und so, da habe ich dann eben entweder so oder zum Selbstkostenpreis, aber ohne Honorar gearbeitet. Wie sie entstanden ist, die ist eigentlich entstanden beim Zille-Ensemble.
der Berliner Milieu und dies und jenes, aber eine Zauberdarbietung da rein brachte ja nun ein gewisses Problem, ja. Und da kam die Idee, wie wäre denn mit so einem Stand auf der Straße als Händler? Das war ja früher üblich, dass so Stand aufgebaut wurde und dann haben die Händler was verkauft. Der Anfang war natürlich nicht einen Stand aufzubauen, sondern irgendwo habe ich auch, vielleicht habe ich ja ein Bild hierbei, eine Art Bauchladen zu haben und vom Bauchladen den Schnippschnapp zu machen. Machte aber Probleme richtig zu handhaben, denn es umgekippt und dies und jenes war alles nicht. Und dann habe ich angefangen, mir dieses Gestell selber zu bauen. Der Koffer ist selbst gebaut, die Scharniere dafür auch alles selber gemacht im Zellerensemble und habe dann im Prinzip als Scherenverkäufer dort das gemacht. Ne? Und dann entstand ja, wie nennt man das Ganze nur, die Firma als solche. Damals war es dann VEB Schnippschnapp, jetzt GmbH. Nicht? Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und da ist natürlich das Problem, und da kommt man schon wieder hin, wie baut man, wie entwickelt man solche Darbietung? Dann geht es erstmal los. Wenn ich also eine Schere anbieten will, was kannst du alles mit der Schere machen? Was kann man als Straßenhändler machen? Und dann ging es dann los, man kann Papier zerschneiden, man kann Seil zerschneiden. Ja, ja. Und so hat sich dann, ja, ein Zeitung zerreißen, zerschneiden ist nicht. Dann musste die Schere ja eigentlich umkehren. Mit der Schere geht nicht kaputt, sondern kann man alles wieder ganz machen. Das, diese Umkehrung. Und damit konnte ich also die Schnipsel schneiden, dann war die Zeitung wieder ganz. Den Schlips abschneiden geht gar nicht kaputt. Das ist auch meine eigene Idee davon. Ja? Habe ich auch mal im Zauberlin beschrieben. Und naja, und so hat sich das dann, dann kam weiter, ja, Schlips abschneiden, ja, noch was reinbringen, dann kam Waschmittel. Hat nichts mit der Schere zu tun, aber durch das Abschneiden hat Jochen Smekpar gesagt, das ist ein Stilbruch, ja, dass der Waschmittel da drin ist. Aber ich habe mich nicht dran gestört, denn wenn das schief gegangen wäre, nicht? Also den Waschmitteltrick eingebaut, um dann wieder zurückzukommen. Dann ging es weiter, dass man damit sich Sympathien erwerben kann mit Spielkarten, Karten ausschneiden, macht die Schere von alleine. Bis zum Schluss den Geldschein nicht einfach bloß ansetzen und durchkurbeln, sondern beweisen, Stück Papier, nichts passiert. Also auch wieder dran arbeiten. Nicht? Also man muss das beschneiden und dann wird es ein Geldschein erst. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Erst einmal aufgeführt schon 1965 öffentlich in der damals Karl-Marx-Straße, Karl-Marx-Allee. Eigentlich hat sich das kaum weiterentwickelt. Zwischendurch habe ich auch mal drin zu einer Hochzeit, da habe ich dann beispielsweise, wurde zwei Ringe über Kreuz zusammenklebst und schneidest, und Art Handschellen, aber zum Schluss wird der feste Rahmen der Ehe, also erstmal die beiden Ringe. Dann, und dann gibt es ja Widersacher, die dann sagen, wer weiß, ob das gut geht, die, wenn er in Handschellen hier liegt, und dann schneidet man aus, dann sagt man, also lässt sich nichts machen, ist der feste Rahmen der Ehe, der eben festhält. Ja, war dann im Vortrag so abgestimmt für die Hochzeit. Eigentlich habe ich alles Mögliche gemacht, aber ich hatte noch eine zweite Darbietung auch, ja, wo ich anfing, also mit einem Multipipe-Karten ausschneiden, also eine Kartenroutine als solches. Dann übergegangen über Seile, Seilringroutine, Ringspiel, bis zum Schluss dann. Trauring in Beutel und also mit zwischendurch dann immer das Wasser aus. Indien wurde dann immer Wasser aus. Also auch mal ein bisschen anders. Ja. Die Freude ist natürlich, sich
eigentlich meine Aufgabe, die ich sehe, ja, ist eigentlich das, was ich weiß, nach Möglichkeit noch weiterzugeben. Das ist eigentlich mein Wille, ja. Nicht? Und bin natürlich manchmal enttäuscht, dass die Zauberkunst, so wie sie zur Zeit ist, Vorführungen von Tricks sind und nicht mehr das Wunder, was da passiert, wo der Zuschauer sagt, wie kann das sein? Und nicht, dass man sagt, naja, Fingerfertigkeit. Also mehr oder weniger werden Tricks vorgeführt. Und, also man sollte wieder zurückkehren, auch auf andere Sachen als bloß mit Spielkarten und so weiter. Wobei ich auch eine Spielkartenroutine hatte von über 20 Minuten. Wir hatten ja mal im Zirkel damals bei uns 5 bzw. 6 Mann. Da wurden dann im Saal 5 oder 6 Tische aufgestellt. Die Leute saßen rum und dann ist jeder an einen Tisch gegangen, hat seine Viertelstunde oder 20 Minuten Programm gezeigt. Dann sind wir wieder weg, dann hat jemand zwischendurch die Leute so unterhalten von vorn mit irgendwelchen Sachen. Und dann haben wir uns wieder vorbereitet zum nächsten Tisch. Wieder. Und wenn dann 6 Tische waren und hast 6 mal 20 Minuten das gleiche Programm gemacht, dann weißt du, was du den Abend getan hast. Ja, was ich eigentlich jetzt schon sagte, ja. Sie sollten versuchen, die Zauberkunst als wirkliche Kunst, wie soll ich sagen, als Wunder vorzuführen und nicht Tricks vorführen. Und nicht zeigen, was sie für eine Fingerfertigkeit haben, denn sollen sie als Manipulator auftreten. Sondern man sollte wieder versuchen, auch Sachen rauszusuchen, wo man sagt, das ist unmöglich. Du bist mit Nina Hagen aufgetreten? Nina Hagen, da hat sie noch gesungen, du hast den Farbfilm vergessen. Du hast den Farbfilm vergessen. Da kam die Eva Maria mit der Nina an und hat sich vorgestellt. Sehr gut, wow.